Herzlich willkommen zurück. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schnell, schnell, schnell. Hui. Stoppuhr vergessen. Ja, ich habe längere Aufnahmepause gemacht. Jetzt wollte ich mal kurz gucken. Es gibt keine Flugrouten. Ich Idiot. Ich wollte gerade gucken, ob eine Flugroute nach oben gibt. Nee, gibt's nicht. Nicht für mich. Ja, ich spiele wieder. Inventar. Ach, geht schon noch. Wir müssen unbedingt kochen lernen. Ja. Und Dinge tun. Auf jeden Fall rennen wir da mal hin. Also ich habe jetzt 2 Tage lang wieder nicht gespiegelt. Ja. Gut, bringt nicht wirklich was die Erholung gerade. Ist in der Hauptstadt besser. Auf jeden Fall darf ich in einem Level reiten lernen. Das heißt, wir müssen hier nur noch 40 Quests machen und dann darf ich reiten lernen. Und dann machen wir Berufe, dann geht es eh ein bisschen flotter, sobald ich dann reiten kann. Hoffe ich. Auf jeden Fall werden dann solche Wege kein Problem mehr. Ich muss ja dann noch bis dann noch unten. Sobald ich das durchgequestet habe, darf ich zurückfliegen, was schön ist. Und dann lernen wir erstmal alle Berufe, auch Archäologie. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht eventuell Glück haben und hier irgendwo so Archäologenzeugs haben, was nicht so schwer zum Erreichen ist. Ich will nicht alles durchquesten für scheiß Archäologie, das war so dumm. Boah, Archäologie auf 300 bringen, bevor wir in die Scherbenwelt können. Leute, das wird schlimm. Naja. Da hätte ich jetzt gleich mal eine Frage an euch. Kennt irgendwer ein Add-on? Warum ist eigentlich die Musik hier so leise? Kann man das mal wieder erzählen? Ich habe keine Ahnung, warum die so leise war gerade. Kein Schimmer. Und zwar eine Frage hätte ich. Kennt wer ein Add-on, das mir anzeigt, ungefähr so wie das Erfolgssystem zu WoTLK war. Also sprich, dass ich, wenn ich hier draufklicke, hier, nicht hier alle Erfolge sehe, sondern quasi nur die des Charakters. Das wäre geil. Ich möchte mal wieder wissen, wie die einzelnen Charaktere stehen. Dieses accountweite Dingens, das hat mir ein bisschen das Spiel, sag ich mal, fürs Twinken kaputt gemacht, weil ich liebe es, Erfolge zu machen. Und mich irritiert das dann immer, oder ich hasse es, wenn ich dann sehe, ach, der und der hat nicht jetzt den Erfolg noch nicht und lauter so Zeugs. Ich mag es, wenn ich einen Charakter spiele, den zu komplettieren. Mit dem mache ich dann auch Erfolge und Erfolge, Ruffraktionen, lauter so Zeugs. Einfach nur, ja, weil es gerade Spaß macht. Ich muss hier Federn für wilde Kills immer noch sammeln, fällt mir gerade so auf. Also gehen wir da mal hin. Wir haben 3 Federn. So. Und hopps. Erstmal das Kräutchen. So, ich glaube, die Federn lagen hier auch bloß rum, oder? Ja. Dann können wir uns hier die Kräuter noch schnappen. Jawohl. Und hier liegen die Federn. So. Und hopps. Hoppala und hopsala. Ich bin außer Reichweite. Einfach mal totschießen, das Ding. Das Vögelchen. Die Kräuter nehmen wir uns. Wenn sie schon direkt da sind. Eine Kräutertasche wäre nicht schlecht. Ich werde dann ein bisschen mal im Auktionshaus rumhandeln. Dass wir ja auch ein bisschen mehr Gold haben. Denn Auktionshaushandeln war nicht verboten. So viel wie ich noch weiß. Und dann werde ich da mal gucken, dass ich eine ordentliche Kräutertasche, eine große hinbekomme und mal ein paar Taschen kaufe. Ein bisschen Gold muss hier sogar da noch übrig bleiben nach dem Reiten lernen. Mein Reittier brauche ich hier eh keins.
Schwupps. Sag mal, bin ich schon auf Dingens? Ups. Naja, Kräuterkunde bin ich schon voll. Egal, Kräuter brauche ich trotzdem. Stufe 20, ja, den Flammenbewahrer. So, wir haben jetzt hier ein Gewehr zwischen die Augen. Ziehen wir jetzt uns hier einfach mal rein. Haben wir sonst was Neues bekommen? Wir haben den Dolch, das Verlies und tiefschwarze Grotte. Interessiert mich beide nicht. Der ist ein Ticken besser als mein Dolch. Moment. Den da. So. Genau, der ist schlechter. So. Muss ich gerade ein bisschen gucken. Na, Erdpappen! Das ist zu weit entfernt. Okay. Warum nicht? Dann schieß mir jetzt doppelt. Hopsala. Und hoppala. Da ist der Horror, oder? So Horror. Horror! 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 Ich muss näher ran. Au! Stirb! Danke für das Feuer. Und für das Kraut. So, dann geben wir gleich wieder die Quest ab. Das ist doch gut. Solche Quests gefallen mir. Schnell erledigte Quests. Und weiter geht's. So. Dann geben wir bei ihm die Quest ab und gehen dann weiter darunter. Das gefällt mir sehr. Boah, ich hoffe, es gibt hier nicht irgendwo eine Quest, wo ich irgendwie einen töten muss, was ich so übersehen habe. Ich bin ja schon froh, dass ich die Quest habe mit dem Vortex. Also hier sprich nicht Vortex, sondern mit den hier nach unten tauchen und so, dass ich das noch wusste. Da bin ich schon ziemlich froh. So. Anomalie. Das geht. Was geht? Wie kann ich euch behilflich sein? Indem du mir ein bisschen Erfahrung gibst. Danke. Danasus, ja. Weg. Blöps. Blöps. Bums. Bums. Hopsala und hopsala und fidi. Lalalalala. La! Ja, guten Tag, Lady Mondblick. Lady! Ach, das hat so eine Abklingzeit, eine hohe. Das gefällt mir dann doch nicht. Oh, Wollstoff. Nicer Dicer. Ausdauer, Vielseitigkeit. Nope. Au. So, dann töten wir die mal. Da haben wir noch das Kraut. Gibt auch Erfahrung. Ich muss näher ran. Zack. Looten tue ich die jetzt mal nicht. Sonst habe ich bald keinen Platz mehr im Inventar. Ah, doch, ich loote schon. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld. Und ich brauche dann auch mehr Friedensblumen und Silberblatt, was so viel heißt wie... Ach ja, Farmen. Aber durch die Berufe muss ich gestehen, glaube ich... Eine Drachensphäre, okay. Also hier Zwielicht. Ich glaube, durch die Berufe haben wir dann den Vorteil, dass wir wirklich viel Geld machen. Also im Sinne von mehr Geld als wie... Leute in dem Levelbereich, die keine Berufe mit Level nebenbei. Ich bin außer Reichweite. Denn wir können sowas wie die Tränke gut verkaufen. Beim Händler.
Und ich kann auch sowas wie, wenn ich dann nämlich am Farmen bin, ich habe dann genügend Friedensblumen und sowas, das schaue ich dann einfach ins Auktionshaus und kriege dann, glaube ich, auch ein bisschen was raus bei. Okay, dann haben wir die Quest hier auch fertig. Das ist gut. Ach, Arum, guten Tag. Wie kann die Natur euch dienlich sein? So, Bäumeli ist da und dann reden wir noch mit dir. Ich weiß jetzt nicht, ob da in der Höhle noch was war, ob ich da hätte reingehen können. Das sind die Firbolgs jetzt, oder? Verborg. Kleine Bärenmenschen. Oh, die. Achso, die greifen gegen die Feuerelementare. Ich dachte, die greifen sich gegenseitig an. Judentach. Was soll ich machen? Absolviere Feuerelementare. Ah, okay. Elementare töten und absorbieren. Das kriege ich hin. Plumps. Das ist zu Komm mal her. Alter. Was ist denn mit dir richtig? Ich bin außer Reichweite. So. Sehr schön. Ich muss näher ran. Na, warum treffe ich ihn da nicht? Flimps. Das ist zu So. Sag mal, muss es hier. Hoppala. Hier war doch auch irgendwo diese große Muschel. Oder Tintenfisch, Kalamari-Dingens, was hier eingegraben war. Ich Irgendwo. bin außer Mit Reichweite. dem Schwert im Kopf. Oder nicht? Oder täusche ich mich da jetzt? Müsste, glaube ich, hier sogar irgendwo gewesen sein. Hier, in dem Bereich. Sonderbar. Bal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